Ich hätte es beinahe vergessen, ihr Leid. Ich hätte es beinahe vergessen. Wir gucken noch ganz kurz das Update an von Mist. Also, was demnächst kommt. Weil das habe ich mir extra für heute aufgehoben. Ich habe nicht reingeguckt. Ich guck mal das jetzt zusammen mit euch das erste Mal an. Anscheinend ist das ein sehr großes Ding. Da ist sehr, sehr viel passiert. So, Achtung. Bild kommt, das ziehen wir jetzt noch hin. So, und bitteschön. So, jetzt bin ich gespannt. Oh weh. What the first Priorität. Still Bugfixes, Performance. Ja gut, das finde ich ganz gut, dass er das da hinschreibt, dass man ein bisschen physischer spielen kann. Wäre ganz nice. Shot be ready within nächste Monat. Ey, dann wären wir mit der Staffel fertig und wären mit Staffel 2. Nice. Das passt ja super. New Miniboss, Siren. Siren. Ach, das hat er doch schon mal erwähnt gehabt, ne? Das hat er schon mal erwähnt gehabt, weil, wie war das? Warte, gerade Sekunde. Da hat er irgendwas ringeschrieben, der Entwickler, dass, irgendein Zombie kommen soll, der irgendwie rumschreit und andere Zombies anlockt. Ne, irgendwie sowas war doch da. Stimmt. Ich glaube, da hat er aber geschrieben gehabt, er hat noch keinen Namen dafür. So, warte, Bild kommt. Gerade Sekunde. Ich habe gerade mal schon auf Mist Survival geschaltet, dass ich direkt loslegen kann hier. Zack. So, okay, weiter geht's. Bin auch schon im Mist unterwegs. Brauche Holz. Mein Wagen ist fast voll. Knapp 200 Slots. Nice. Genau das ist es. Da unten sieht man halt überall Kollisionspunkte oder sowas, ne? Wahrscheinlich vom Modellieren. Ich weiß nicht, was die benutze zum Modellieren. New Dog, Rottweiler. Das ist das Endlichste, was ich gesehen habe. Das hatte ich auch auf Discord geschrieben, ne? Das ist das Endlichste, was ich gesehen habe. Rottweiler. Geil. Schäferhund, New Behavior und Animation. Ah, wenn er endlich. Ja, gut, was ist endlich? Wenn er verletzt wird, dass er halt, ach, dann. Vielleicht sind Tote für die Spritze gedacht, ne? Die wir die ganze Zeit gefunden haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt gucken wir mal, do, was ist das hier? Ah, wenn er wahrscheinlich getroffen wird oder sowas, ne? Das Tor ist irgendwie, ja, wenn er halt verletzt ist. Wenn er läuft und ist verletzt. Und wenn er getroffen wird. Okay, nice. NPC Modifications to use Survivor in Survivor Camp. Mission or Special Event. Wir kriegen neue Spielerin. Also NPC ist geil. Oh, yes. Okay, das sieht geil aus. Was? Refactor Bandits. Ach, die kriegen so Stats, also so Flagpoints, also in Spielentwicklung jetzt, ne? So nenne ich das bei meinem 2D-Spiel auch, so Flags halt. Dass der eine zum Beispiel gerade aufgeregt ist oder sowas, ne? Dass der andere läuft, der andere huckt sich hin, also so dieses natürliche Leben irgendwie ins Spiel zu bekommen. Ne? Der huckt sich mo, der läuft da rum. Ob das halt random ist, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich random. Kann ich mir gut vorstellen. Aber geil. So, Water Shader. Modifying new Water Shader. Ja, das, was wir jetzt aktuell haben, ist hier eher so, ne, so ein bisschen hingeklatscht. Aber das ist das Geile bei ihm, also hier beim Entwickler, dass der das alles so Stück für Stück macht. Und erst mal so ringklatscht und dann das später hinaus richtig geil mit einem Update halt updatet. Ne? Das hier sieht so geil aus. Auch wieder kleine Insel hier. Okay, ich versuche dann immer zu gucken, wo das ist. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Das ist gegenüber von unserer Base, dort, wo Silver seine Base hat. Also ist jetzt doof gesagt, weil fast keiner das dann weh ist oder so, ich weiß es nicht, aber gegenüber von unserer Base auf der anderen Seite von der Map. Ich glaube, das ist dort, weil das ist das Haus mit den zwei Nachbarinos. Kompostbin for making manure. Was ist ein manure? Manure. Ne, das sind nur Maniere. Wir machen Maniere. Ne, mein Englisch ist kacke. Was hieß nochmal manure? Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall irgendeine Kompost-Dings für uns. Wahrscheinlich irgendwie Erde, Dünger, I don't know, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Oh, dafür reicht mein Englisch nicht. Auf jeden Fall nice. Neue Items. Semi-Auto-Shotgun. Endlich, ja. Ich meine, ich bin eher so Freund, ne, von der Doppelläufigen, aber so, ne, so Automatic-Shotgun ist halt schon ganz geil, weil gerade ein Bandite, ne, wenn du die Bandite irgendwie platt machst, kommt das ganz geil. Pumpkin. Wir gehen die Kürbisse bald an, Pflanze. Oh ja, jetzt wird spannend. Environment, Survivors Camp. Okay, das gucken wir uns jetzt genauer an. Was haben wir hier? Dünger, ah danke, Dünger. Ah, dachte ich mal schon, Dünger, irgendwie so, ja. Danke, super.
Okay. Sieht auf jeden Fall sehr groß aus. Ach, Gumodo, wie bei Days Gone. Ihr Leute, geil. Die Grin, gut, wir haben jetzt ein eigenes für die gebaut, ne? Das ist der Forestdorf für die. Sind nur in meiner Audi Ureinwohner und Angestellte. Aber das hier ist nochmal Next Level. Dass die einfach im eigenen Bereich halt so lebe. Ne? Man rettet die quasi und dann leben die hier. Man merkt das so langsam, dann geht das Richtung Quests, weil du kennst du sehr, sehr viele Quests mit Einbau. Ist auch geil. Gerade wegen, ne, dass die halt hier so ein bisschen lebe und man kann dann handeln und dies, das. Das hat schon was ganz Eigenes. So, was haben wir hier? Ja, genau das meine ich. Genau das. Man kann einfach handeln, kann essen, trinken und so, ne? Halt einfach tausche gegen irgendwas, was dir halt gerade wichtig ist. Military Base, da, what the f... Was zum... River Bridge. Alter, wie... Es gibt endlich wieder... Es gibt eine Militärbasis bald wieder in Miss Survival! Nee, ohne Scheiß, ich freue mich so hardcore dort drauf. Saugeil. Das gehört einfach dazu. Und vor allem erzählt das wahrscheinlich auch noch ein Teil von der Quest, von der Story, die halt bald kommen sollte. Oder irgendwann, ne? Ich sag, bin nur vorsichtig, der soll sich ruhig zeitlosen, finde ich ganz nice. Okay. Ist Rucksack, müssen wir uns merken. Und das ist der Damm. Sie macht Moje und Scum, ne? Morgen machen wir ja Scum, also Mist Survival und Scum. Und da gehört das hier auch dazu. Damm und falsch, ja, sagen wir mal, na, ich schreibe auf Discord, wenn es losgeht und was machen wir. Okay, aber wo könnte das sein? Das muss hier irgendwo am Rande der Map sein. War hier alles so schön hochgezogen? Wahrscheinlich auch Kollision, dass man nicht drüber gehen kann? Vielleicht? Alter, dann kommt hier wahrscheinlich noch so irgendwie Wasser und was weiß ich. Ey, das kommt hier richtig geil. Okay, ohne Brücke haben wir hier. Wo könnte das denn? Im Hintergrund sieht man nur die Militärbasis und man fährt über die Brücke und dann kommt man dorthin. Okay. Secret Lab. Oh, nice. Okay, das ist Inspiration von The Last of Us, oder? So ein bisschen. Gibt mir direkt das Feeling von The Last of Us. Geil. Erforschungscenter, wo halt, ne, so, mehr erschaffe es Gegenmittel. Gar nix. Geil. Boah, das heißt wieder für uns viel zu erforschen. Ich freue mich da so hardcore drauf. Viel zu erforschen, viele neue Dinge. Und das wird dann Mist Survival Staffel 2. Geil. Da bin ich radisch drauf. Co-op, Devlog, was? Can I help other players to reduce the craft? Komm mal. Hatten wir das schon gesehen gehabt? Das ist hier wegen Koop. Mist Survival. Warte mal. Das gucken wir uns kurz an. So, weiter. Gerade Sekunde. Nope. Okay, dann mache ich die Musik aber mal kurz aus. Und dann legen wir selber los mit Mist. Sag mal hier. Das EK-Ton, oder? Das Thema hat man nämlich schon mal gehabt, wie macht das, wenn Koop ist und man will bauen, weil die Zeit dann so schnell rast, ne? Oh, ihr Leid, es geht Richtung Koop, Alter, so geil. Ich freue mich ultra, das zu sehen, das ist einfach so geil. Okay. Oder? Es dauert, glaube ich, nämlich lang. Ich gehe davon aus, nächstes Jahr kommt ein Koop-Update für Mist. Aber ich weiß es nicht, ne? Ist nur so Vermutung, weil irgendwie, es sieht ja gut aus, ne? Die schaffe ich ja dran und wenn du das so überlegst. Deswegen freue ich mich da drauf. Mist Survival. Ich bin seit Tag 1 dabei, seit Release von Mist Survival und zock's immer noch extrem hardcore gern. Und guck dir das mal an, wie es am Anfang war und wie es jetzt ist, ne? So, klar, wenig Updates, es kommt unregelmäßig, aber guck dir das mal an, das ist so genial und gibt dem Spiel noch ein paar Jahre und das sieht aus wie der Shit, das wird richtig nice. Und ich kriege hier Geld dafür, dass ich das sah, aber ich bin halt einfach extremer Fan von dem Game. Wie man merkt, ein bisschen, ja, ist halt genau meins. Geil. Gut, dann wäre das, ist Update, dann würde ich sagen, ziehen wir durch. Bauen wir an der Base weiter und ziehen unser Schnibbidi-Bubbidi hier mit dem, ne, mit dem neuen Lager, ziehen wir jetzt durch. Aber als allererstes, warte, ich starte eine Kismo. Medieval Dynasty, Mist Survival. So. Aber, ne, es tut mir leid, aber es ist halt ewere Ding. Ich muss euch schon wieder die Ohren verkraulen. Oder ne, wisst ihr was? Fangen wir halt mal so an.
Ja, komm, warum nicht? Let's go, ihr Leute. Machen Sie euch gemütlich. Und lassen Sie euch gut gehen. Wart. Bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Oh, yes. Wow. Also, nächsten Monat soll das Update kommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nächsten Monat. Ich muss die Folge auf YouTube raushauen, dass ich da rechtzeitig fertig wäre. Ich muss das alles protokollieren und aufnehmen und schnibbidibab. Vor allem Militärbasis. Ach Gott, wären wir uns austoben. Glaub mir's. Ganz neue Bausysteme, ganz neue Möglichkeiten. Von der Militärbasis. Ah, ich, warte. Ein paar Ideen habe ich. So, Bild kommt gleich. Und jetzt ganz entspannt. Lager weiter Umbau. Was? Rapanter? Moin, meine Frage vom Akzent hier Saarländer. Das ist eine Mischung. Felsig, saarländisch, du hast ein bisschen bayerisch, du hast alles drin. Aber ich selber, ne, unterm Stream und der Panel steht, wo ich so ein bisschen herkomme, ne, so ein bisschen. So ein paar kleine Infos. Aus der Balz. So. Ah, musste man. Hä? Hä? Was? Es gab doch kein Update, oder? Hallo? Ich verliere hier. Mein. Hä? Was? Oh no. Leute, ich glaub. Hä? Wieso mir falle direkt durch die. Ey, dann mal moin aus dem Saarland, Nachbar. Jo, hallo, Nachbar. Moische. So, ich muss mal ganz kurz. Ich lade nochmal neu. War wieder ein geiler Start. What the fuck? Er ist mir durch die Map gefallen. Why? Waren wir gesaved beim letzten Mal? Nochmal? Wenn wir jetzt wieder durchfallen, muss ich leider Suicide machen. Aber ey, wir sind pünktlich fertig war. Mit der Reaction zum Mist Survival. Das war schon wirklich flott. Ich glaube, das war der schnellste Irrgurke Friday ever. Vielleicht zu schnell, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich mach mal Voting auf die Schuhe. Ja, alles klar. Mama Suicide. Mir falle durch die Map. Das ist halt saukacke. Und ich fehle irgendwie meine Borke. Warte, ich mach. Komm. Warum auch immer? Gab's. Weißt du das hiermit? Gab's ein Update? Nee, ne? Und Rabanta, Dankeschön für den Follow Ringo. Ich mache mal Revive. Ich hoffe, dass ich mein Zeug so wieder finde. Hä? Okay, ich. Was? Okay, ich hab mein. Was ist denn. Hä? Was ist passiert? Ah, da hinten ist unsere Base, oder? Nee. Oh no. Ja, gut, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Let's play Mr. Survival. Ach, Scheiße. Aber gut, dann können wir jetzt erstmal nach Hause da gehen, ne? Ja, ach so, ne, Grüne, sind doch relativ nah an der Base, das ist doch geil. Alles klar, let's do this. Okay, mir spawn, also ich lade und mir falle durch die Map. Ist schon mal, ja, ist schon mal geiler Anfang. Interessant, ich nehme Motorpass Sticks mit. Aber das Komische ist, wir haben jetzt auch kaum was verloren, ne, durch Revive. Gut, dann latschen wir halt einfach mal ganz geschmeidig zur Wasserbase und dann ziehen wir weiter. Wie gesagt, heute steht Lagerbau an und mir kille de Hassgerd. Der Hassgerd aus der Hülsestroß. Also, aka de Berserker. Hann ich mal vor, mal gucken, wie es läuft. Also, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ob man die Taktik von damals anwenden kann, ich bin mir nicht sicher. Alright. So, hier. Mit Liebe, Herz und Macht gekräftet wohne ich hier. Komplett entsäftet. So. Oh, meine Tomate wachsen wunderbar vor sich hin. Geil.
Das muss auch noch alles fertig gemacht wäre. Aber ja, machen wir in einer anderen Folge fertig. Ach so, stimmt, mehr Auto war hier buggy. So, checken wir erstmal kurz an, ab, was mal jetzt so, ne, beim letzten Stream gemacht wurde. Mehr an das Tor angefangen zu bauen. Ich wollte hier ein Lager haben, was halt mehrstöckig ist. Das ist schon mal gut abgehakt. Und vor allem hier schön richtig geil. Das kommt halt so genial mit deine Wände hier. Also mit deine Treppe als Wände. Ist ein guter Tipp. Machen das. Das sieht na. Event! Warte. Aber ganz schnell. Wie lange warten wir auf ihr Event? Okay, let's go. Aber ganz schnell. Warte. Hab ich was? Warte. Ich brauch den Tageln. Ihr leidet mir an ihr Event! Jahre ist es her. Das ist locker gefühlt 30.000 Jahre her. Warte. Wo habe ich die? Warte, wo habe ich... Hä? Wo sind die Spinde? Ey, das wäre hier so geil. Warte. Ja, Tentakel, da. Nimm ich richtig mit. Let's go. Endlich. Für die, wo es nicht wissen, ich warte seit, keine Ahnung, gefühlte... Ne, wir sind bei Tag 144 im neuen Safe Game und wir haben seit, ich glaube, Tag 100 ungefähr... kein Event mehr bekommen. Also es ist ewig her. So, jetzt bin ich gespannt, was der Sack gerade Kopf dabei hat. Oh weh. Jetzt bin ich... Alter, jetzt... Wehe, der hat geschaltet. Wehe. Na komm schon. So, Kollege. Wo war ich denn die ganze Zeit, hä? Oh, Smaul. Erstmal beklaue. Zack. Ja, komm, warum nicht? Zack. So, jetzt kommen wir her. Jetzt gibt's ordentlich aufs Maul. Lang ist es her. Aber wie gesagt, je weiter du kommst vom Tag her, ne, desto länger dauert es halt mit den Events. Jetzt bin ich mal gespannt. Hat er das dabei, was mir die ganze Zeit suche? Bitte. Okay, meine Machete bekommen. Ja, Trade. Ach, du kleiner. Ja, komm, ich geb da mal... Da, komm. Gib mir das hier. Nee, das ist es mir nicht wert. Komm. Schade. Amor. Moin, moin. Alles fit? Ja, schade. Aber hey, vielleicht gab es ein Update. Ich habe nichts davon mitbekommen und mittlerweile wurde es gefixt. Ich hab... Weiß es jetzt gar nicht. Vielleicht auch eins, wo irgendwie kein Update-Log kommen ist. Bin mir nicht sicher. Nee, normal würde ich das mitbekommen. Ich habe da, also Mist Survival habe ich extrem mein Auge auf. Ich habe so hart mein Auge auf das Game. So halte ich alles im Auge, Auge. Wie, was, wo, neu ist und so, ne? Das wäre. Aber gut, ist ein sehr guter Start. Wir sind erstmal durch die Map gefallen. Musste uns umbringen. Sind wieder revived. Spawn hier direkt an der Base. Bären, natürlich wieder 2.000, 3.000 Bären auf unserer Insel. Das ist ein ganz komischer Start. Okay. Nein. Warte, ich umgehe die Mokrat bitte. Bitte, nett, bitte, danke. Warte. Warte, nein. Oh, bin ich erschrocken. Fuck. Renn. Ey, das ist ja Wahnsinn, was ist los? Du bist immer Wochen nicht online, immer sowas. Fuck. Mir ist alles gut. Und wie geht's dir? Ja, soweit alles fit. Endlich frei da, ne? Endlich Feierabend. Bisschen Mist, weil wir haben vorhin die ganzen Memes und Clips und alles geguckt. Ne? Ganz normal, immer am letzten Freitag des Monats machen wir der Irre Gurke Friday. Wo ich dann so ein bisschen reagiere auf das, was wir so gepostet haben auf Discord. Machen wir jetzt alles durch. Hannes Update gerade mal gecheckt, also was demnächst kommt in Mist. Freue ich mich ultra drauf. Sieht saugeil aus. Und jetzt tun wir heute ein bisschen am Lager weiter schabbele. Und ja, mal gucken, weit wir kommen. Und der Berserker will ich töten. Gibt es ein neues Update? Nee. Aber es gibt halt diese Update-Log. Die haben wir uns gerade vor ein paar Sekunden haben wir die angeguckt. Ich bringe mich gerade mal kurz in Ordnung, komm. So kann man nicht schaffen, das geht ja nicht. Mit einer Militärbasis und dies da. Es sieht so genial aus. Also da freue ich mich wirklich. Da freue ich mich best drauf. Oh. Ups, das war's falsch. So, warte. Zack. Das kann wieder weg. Und das hier mal kurz Treatment. Moment. So. Dass wir jetzt mal gescheit hier anfangen können. Was ist denn heute los? Was soll denn kommen?
Ja gut, wie gesagt, ich habe es am Anfang von Rift Survival jetzt ein bisschen erklärt, gell? Also Militärbasis, eine Brücke, neue Location, es soll neue Mutante kommen, neue NPC, Survivor-Dorf, sieht geil aus. Neue Wasser-Shader und so. Einfach mal auf Steam gucke oder wie gesagt, noch mal ein bisschen zurückspulen im VOD oder so, je nachdem, aber es lohnt sich. Also soll nächsten Monat angeblich rauskommen, ich bin gespannt. Weil das wird dann der Start von der Staffel 2. Das ist too much. Da kommt so viel, ich rascht aus. Aber ich freue mich drauf. Ja, so viel. Es ist wirklich niceness. So, pass mal auf. Jetzt planen wir da mal weiter. Ne? Wir wollen ja hier das Lager bauen. Zack, zack. Wir brauchen. Das muss ich mir selber kurz überlegen. Ganz kurz was zum Phrasen. Und dann würde ich sagen, machen wir da drin wo die Räumlichkeiten ready, ne? Ja, es ist nicht gerade wenig. Das wird das nächste große Update und. Es wird ein bisschen heavy. Neue Waffe. Ja. Und ein kleiner Koop-Trailer war noch mal drin. Finde ich ganz geil, dass sich das mittlerweile gut macht. Dass er davon auch mehr zeigt. Dass es dann vielleicht bald losgeht mit Koop. Ich hoffe's. Ich bin sowas von dabei. So, zack, zack, zack. Ich mach mal gerade mal kurz was zu Fraser, ne? Ja, die Borg haben wir leider verloren. Ist aber kein Problem, warte. Ich muss selber jetzt gerade erstmal wieder ringen kommen. Ja, Jahre her. Ja, komm. Mir nudeln mal kurz deine Baum. Dann kann ich schon wieder neu anfangen. Der Gedanke kam mir auch ganz kurz. Aber ich weiß nicht. Vielleicht geht's, dass man weiterspielen kann. Ich würd's probieren. Also, Safe Game. Ich habe ja alle Safe Games noch. Also, fast alle. Auch noch von der Alt-Version. Ich habe mal alles schön aufgehoben und irgendwo auf einem Stick habe ich noch alles gesaved. Kann ich vielleicht auch mal irgendwann zeigen, wie ich das damals so, ne, am Anfang gebaut habe und so. Und die erste Basils. Muss ich mal gucken, ob ich die noch finde? Irgendwo auf einem Stick habe ich sie auf jeden Fall. Und das hier wird auch nochmal abgesaved. Und wenn man neu anfange, dann fangen wir halt nochmal neu an. Ich habe da absolut nichts dagegen, weil das, was hier ist, ich habe wieder 1000 Ideen, um es noch geiler zu machen. Deswegen lasse ich mir da eher so ein bisschen Zeit. Mal gucken. Ja, wenn wir gezwungen sind, irgendwie neu anzufangen, dann ist es so. Ich meine, was will ich machen? Das wird nicht das letzte Muss sein. Heute ich, glaube ich, am Anfang von Staffel Arc an. Das ist halt. Ja. Unvermeidbar. Aber mal gucken. Lass dich überraschen. Vielleicht haben wir ja Glück und es muss gar nichts neu angefangen werden. Aber ich meine, immer wenn was an der Map geändert wird, kommt drauf an, wo er was baut und dann. Oder, ne, der Entwickler, wo er was hinklatscht. Und dann schwebt halt dein Base, dein Aldi, ne? Num Update, schwebt die halt in der Luft oder so. Das ist halt, na. Muss ich mal gucken. Ist aber nervig. Ja, gut, ja. Also mich persönlich stört es jetzt nicht. Klar, es ist nervig, dass alles hier, ne? Dass wir halt hier alles so gut wie es geht fest. Mit Aufnahme dies, das und jenes, aber, ich freue mich auch immer jedes Mal wieder drauf, wenn neues, an Zeug reinkommt ins Game, wo ich dann einfach halt. Ne, wo man erforschen können und was man machen können. Und ich habe jetzt schon wieder zigtausend Ideen wegen dieser Militärbasis, die wir jetzt vorhin gesehen haben. Das wird geil. Und da ist mir direkt schon Location in den Kopf gekommen, wo ich denke, wenn das dort ist, wo ich mir jetzt vorstelle, dass es dort ist, also die Base, die Militärbase, dann, Alter, habe ich jetzt schon wirklich eine gute Idee. Aber mal gucken. Was sieht man hier, Anna? Ich stecke da so viel Herzblut drin und so viel Bock und Laune und Geilnis. Aber hier an dem, ja, in diesem Gebiet hier, ne, das im Haus und so, habe ich gesagt, will ich jetzt momentan noch nicht so viel weitermachen. Weil es könnte halt immer im Update. Und so wie es aussieht, kommt sie wahrscheinlich dann nächsten Monat. Und dann, ja, das Lager und so ist ja alles ratzfatz gebaut. Das ist ja alles ratzfatz. Das geht ja ratzifatzi. Aber, ja, ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe gehört, dass es bald auch wieder das Weiße Haus. Achso, dass das Weiße Haus kommen soll. Wäre geil. Und einfach nur fürs Feeling, wegen der alten Version, als es damals rauskam, würde ich dort auch eine kleine Zweitbase hinbauen. Mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ne? Wie wir jetzt rausgefunden haben mit dem Bau und dass man halt überall bauen kann und so, die kleinen Tricks und sowas. Würde ich saugeil finden. Einfach Nostalgie. So, Dille. So, da haben wir gerade was zum Schnecke. Da wir ja gerade am Bauer sind, ne, würde ich gerade mal ganz kurz sagen.
So. Spaß, Arbeit, Loot, Freude. Wir brauchen mal. 9 Uhr, das ist ja geil, aber Nebel kommt. Egal, wir bauen weiter. Let's do this. Achso, ist dringend noch Füller? So, da. Dann gucken wir mal kurz. Ich baue auf jeden Fall. Ah, Treppe. Stimmt, wir brauchen Stämme und ganz viel Bretter. Habe ich noch welche im Lager? Im provisorischen Lager? Weil, wie gesagt, das hier, wir ziehen hier bald um. Wenn das große Lager fertig ist, ziehen wir um. Das kommt dann hier raus und dann klatsche ich hier irgendwie so kleine, ja, Hauptzentrale, ne? Wo man Tischchen klatscht, verlängert oder irgendwie sowas. Wo man dann seine Pläne schmiedet. So als ob, ne? Alright. Habe ich im Auto noch ein bisschen was? Komm, ich schrepp das Auto mal kurz. Das kann ich hier so nicht mehr, das kann ich so nicht lassen. Oh, scheiße. Oh, no. Okay, Moment. Oh, no. Um Gottes Wille. Okay, ich muss irgendwie hier raus. Ich muss irgendwie an meine Spinde kommen. Guck mal, diesen Alga hier über dem Wasser, ne, wo die Kollision stoppt. Verdammt. Eis. Nein, was? Hä? Och nee. Ja? Was denn? Ja, ich komme hier nicht raus. Ich habe mich gerade wieder verletzt. Was, Hazel? Was ist los? Oh. Ja. Calzone und Salat klingt gut. Die normale. Normale Calzone. In Homestream, ja, das, ja. Ja, ohne Salätsche. So, jetzt kann ich mich natürlich nochmal. Herzlich auch. Schnibbidi babidi bub. Das ist ein Start, meine Phrase. Gut, kriegen wir hin. Wir haben schon schlimmere Anfänge gerade. Viel schlimmere. So, pass mal auf. Da sind wir ja schön safe. Na komm, machen wir 2 Stündchen, ne? Der Nebel. Hä, was war das? Ey, was ist denn heute los? Ja, mein Leben war zu niedrig, ne? Ey, was? Das gibt's doch nicht. Das bringt die Rare, weil ich jetzt nämlich so lange hier Mist Survival gemacht habe. What the fuck? Ich gehe nochmal zurück und das natürlich im Nebel. Ich muss kurz schlafen gehen. Ihr Leid, ich muss mich ganz kurz in Ordnung bringen. Das, so geht's dann weiter. Das geht nicht. So nicht. So, warte. Ah, wunderbar, okay. So, kleiner Hause, mein Zeug hoch, also mein Zeug wieder aufhebe. Und dann checken wir die Lage, dass man Baumstämme hole, Bretter herstelle und halt gucke, dass man die Räume gestalte. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Aber so start, ey, leckt mich am Ohr. Oh. Okay, wir fahren mit dem Auto hierher, wenn wir das Auto gerettet haben. Wir wollen hier noch Stämme, das hatte ich glaube ich vor. Nö, ich mach die da drauf. Cool. Du meinst sie doch immer gut mit mir. Da, 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 da. Schnee, schnau, schnappi. Ich glaube, das da, ne, das langt, glaube ich, für ein paar Bretter auf jeden Fall. Also, um die Räumlichkeiten fertig zu machen. Ne, die Einteilung quasi. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Das planen wir gleich. Lashings und Co. haben wir ja noch ein bisschen was. Und das Lager steht an sich. Nur ob ich vielleicht noch eine Plattform drauf zauber, müsste ich mal überlegen. Wir machen erst mal einen Stock fertig und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Der Rest passiert dann einfach. So wie alles andere A hier, das ist, ja, das kommt dann einfach. So, dulle. Let's go. Leid, du gehst mal lieber raus, gell? Ach, scheiße, ich komme hier gar nicht durch.
Schnupp, schnapp, schnupp. Natürlich wieder Beere. Boah, ich muss hier irgendwas machen, dass die Beere hier wegbleiben. Ich muss mir da unbedingt irgendwann was infallen lassen. Ist zwar alles schön und gut, ne? Kostenloses Mittagessen, aber die gehen mir so tierisch auf die Nerven, wenn du irgendwie hier bauen willst. Und aus dem nächsten Bär, so wie am Anfang vom Stream jetzt, ne? Also von der Server heute. Das war halt so richtig wieder so Vorzeigekacke. Bloß weg. Bloß. Nein. Nein. Renn. Fuck. Das bin ich. Die gehen mir von dir. Boah, ich töte. Ich töte ne. Mir scheißegal. Ich töte ne jetzt. Wo ist die Sau? Wo ist die Sau? Jetzt sankt's. So, du kleiner Radekopf. Hier reicht's. Egal. Juh. Kollege. Das war's gewesen. Warum ist der so schnell tot? So, geh her schön. So. Ich glaube, jetzt können wir normal loslehnen. Ich hol jetzt mal mein Zeug. Murder Revive. Habe ich überhaupt was verloren? Ich glaube, irgendwas ist buggy. Aber es gab kein Update. Okay, das ist sehr seltsam. Ich speichere hier mal, ne? Ring Angel, danke schön für den Follow, Ringo. Moinsen. So, gut, legen wir los. Ja. Da hatte man denn eine Keys drin. Das müssen wir alles noch wegsortieren. Die haben wir ja schon getestet, ne? Mit dem Auto kommen wir ja ganz gechillt hier drauf. Und für die, wo es jetzt nicht wisse, ich baue mein Lager, mein neues quasi so, ne? Dass man hier immer einen Raum hat. Und pro Seite ein Item. Also hier zum Beispiel Metal Scrap, hier Components. Und dann kommt hier ein kleiner Hocker hin. Ne? Warte. Muss ich gerade hinzaubern. Das so Lager wollte ich schon immer bauen. Und jetzt weiß ich schon mittlerweile, wie es geht. Ne, N-Hocker. Das ist einfach nur für mich, dass ich halt weiß, okay, das Item ist hier drin. Die ne, legen wir dann quasi auf der Hocker. Statt Schilder muss man halt ein bisschen improvisieren. Lege ich halt hier einfach ne, Metal Scrap drauf. Hier kommt Components, je nachdem. Und dann halt hier alles voll mit Spinde. Und wer weiß, was man noch alles hinklatsche. Es ist hier erst der Anfang. So. Dann nehmen wir die Tischsäge mit hoch. Weil hier wird geschaffelt. Hier brauchen wir dann einen Käse. Der Bär ist hier jetzt Gott sei Dank weg. Mit dem Auto müssen wir gucken. Das müssen wir irgendwie noch retten. Wenn wir später noch zum Berserker wollen und dann eine Blatt machen wollen, dann ja, müssen wir irgendwie hinkommen. So, alright, let's go. Weißt du was? Wir brauchen ja, glaube ich, nur für die Treppe Nägel und Bretter, ne? Warte. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, Nägel und Bretter, okay. Weißt du was? Ich drop jetzt mal den ganzen Käse, den ich hier im Inventar habe. Einfach alles weg. Sticks, alles eben mal weg. Wir brauchen Platz. Werkzeug kann drin bleiben. Ah, nee, da. Nischel. Was zum. Dorf zusammen, genau, Wind. Ah, alles fit. So, das bleibt hier. Das kommt weg. Die Lashings kommen weg. Du mal später wegsortieren. Wie gesagt, das Lager steht hier dann. Dann können wir endlich gescheit Lode gehen. Ohne zu denken, oh, das Lager ist voll. Nee. Dann ziehen wir erst richtig durch. Das kann auch weg. Munition, falls der Nebel kommt, das passt. Werkzeug. Also klatscht das mal gerade hier ohnehin. So, okay. Müssen wir noch ein bisschen was herstellen, was es angeht, ne? Das können wir zum Süffel benutzen. Zack. Okay, dann gehen wir an die Bretter. Und würde ich sagen, machen wir einfach mal Riesebatze. Reichern vorsichtshalber. Da-da. Voll, oder? 78 Bretter, let's go. Was? Morgen ist wieder alles fit? Da kann ich ausschlafen. Oh du, das kenne ich gut. Aber es muss auch irgendwann muss hin. Irgendwann ist der Punkt kommen. Ah Gott, ja. Wochenende, ne? Let's go, Wampe raus. Abfahrt. So. Etwas trinke.
Und dann würde ich sagen, ziehen wir die Räume. Mal gucken, wie viele Räume wir reinkriegen. So, dass es halt dann noch geil aussieht. So. Genau, jetzt sind wir hier fertig. Nur sicherheitshalber, weil wir jetzt gesehen haben, der Anfang von Mist Survival heute war ja sehr kritisch. Gestorben, runtergefallen, durch die Map geflohen. Ich weiß auch nicht. Heute war sehr weird. Aber gut, gibt Schlimmeres, ne? So, let's go. Wir wissen noch, wie man es gemacht hatte. Immer hier so schöne bisschen Schneebidi-Babidi-Bub. So ein bisschen ins Holz drin, ne? Sieht, glaube ich, ganz geil aus. Und dann hier Schneebschnapp-Schneebidi. Und ich glaube 103 Grad, ne? 103, oder? Doch, 103 hatte ich, glaube ich, gesagt. Ah, ne, hier geht's wieder mit 90, guck mal. Oder 89. Was ist zum... Weg mit dir. Stell den mal kurz hier so ab. Das ist die Autoauffahrt. Müssen wir auch noch ein bisschen verschönern. Oh, sehe ich jetzt erst. Oder habe ich das letzte auch schon gesehen im letzten Stream? Ach, welche was? Ist egal. Komm. So, dala. Fast genau so. Nach 3 Wochenenden arbeiten habe ich jetzt... ja gut, das muss irgendwann... Irgendwann ist fertig, ne? Was muss, das muss... So sieht's aus, dass wir schön gemütlich machen. Und vor allem entspannt. Zack. Während ich durch schönes Lager durchschnibbel. Ja, es wird schon geil. Warte. 90. Ich hoffe, ich krieg's gut hin. So, ne? Zack. Ist jetzt halt ein bisschen länger her, deswegen ich muss gucken, dass ich da jetzt klarkomme. Wie habe ich es denn hier gemacht? Ah, es trifft sich auch so ein bisschen. Warte. Musst du erst mal kurz reinkommen, ne? Das Lager soll auf jeden Fall heute fertig wäre. Weil wenn nächsten Monat das, ja, das große Update kommt, dann, ja, ja, ich will halt mit der Staffel irgendwie fertig wäre. Und wie gesagt, wir sind bei Folge 200 mittlerweile auf YouTube und ich weiß nicht, wohin damit. Die nächste, ja, bis nächstes Jahr kommt jeden Tag Video. Es ist, ja, weiß nicht, ob das so, vielleicht müsste ich irgendwie 2 Videos am Tag irgendwie raushauen, dass das irgendwie fertig wird, dass ich mit der Staffel 2 anfangen kann. Ich weiß nicht. Mal gucken. So, ich denke, so ist es okay. Das nervt nicht so arg, ne? So, zack. Okay, dann immer hier so schön mittig. Und dann hier so ungefähr, denke ich. Nubidi babidi bub. Geht so ein bisschen rein, ne? Aber ich denke, das ist okay. Oder? Ich weiß nicht, hatte ich das bei der anderen auch so? Ich muss mal ganz kurz gucken. Doch, hatte ich hier auch so. Guck mal, das geht ineinander. Okay. Ne, dann ist okay. Was? Sag mal, was ist das für ein Dialekt? Dialekt. Der ist herrlich lustig. Was? Plattdeutsch. Aus der Balz. Da ist alles drin. Da ist alles. Da ist bayerisch, saarländisch, belsisch. Da ist alles. Alles gemischelt. Mit einem eigenen kleinen Touch. Da, das gibt der Eingang, ne? Und dann muss ich eigentlich. Ja, ich muss nur noch hier zumachen. Aber wie wär's eigentlich. Warte mal. Wie wär's, wenn ich. Ja. I have an idea. Pass mal auf. Ah, muss ich gleich machen. Muss ich nochmal neu laden, verdammt. Dann baue ich die Treppe zuerst fertig. Ich mache da einfach eine kleine, ja, so eine Art Terrasse hin, ne? Warte. Bauen wir das hier noch zu und dann haben wir ja die erste Etage soweit fertig. Ah, zack. Ich höre den gern. Na, wunderbar. So soll das doch sein. Da gibt es hier genug davon. Ganz viel. So, warte. Ganz kurz Konzentration. Ja, nice, perfekt. Ihr Leute, da geht nochmal Liebe raus an alle Bodrosen, ne? Lassen Sie euch gut gehen. Okay, guck mal, wie das aussieht, so im Schatten, ne? Das hat, glaube ich, das hat was. Na, hier? Ja, hier zu und dann mache ich hier Geländer hin und hier dann irgendwie... Oh, guck, irgendwas wird uns so einfallen. Irgendwas Schönes. Ich mache gerade noch das zweite und dann gehen wir gerade mal schlafen.
Rückseite des Lager. Das muss halt, was ist muss, ich will es halt heute fertig bekommen. Das ist zu weit. Warte mal. So. Ja, das wird wieder so knifflig, ne? Warte. 89? Ja, 89 Grad. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Na gut, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich gehe mal ganz kurz hinter deinen Raum schlafen. Theoretisch könnte man so sein eigenes Häuschen bauen, in eigenem Style, ne? Also nicht diese vorgefertigte, ne, die es hier gibt, sondern ein eigenes Häuschen. Wäre vielleicht auch noch ein kleines Projekt, weißt du was, das schreibe ich mal auf. Das machen wir auf jeden Fall. Aber dann wahrscheinlich in Staffel 2. Ein eigenes Haus komplett von Grund auf selber machen. Fundament, Wände, alles selber ziehen. Ja, habe ich Bock drauf. So, let's go. Ich gönne dem Bomo 12 Stündchen, ne? Guten Morgen. So. Ihr heiße nackige Nacktschnecke. Guckt das mal an. Wie sieht's denn aus? Das kommt geil. Warte, ich muss mal ganz kurz hier so ein bisschen... Scheiß, das ist... Du kennst ein eigenes, komplettes Butsche draus bauen. Butsche. Na, so mit Schrägdach. Guck mal, pass mal auf. Ja, weißt du was? Komm, das probier es mal kurz. Aber ob man es so baue, weiß ich noch nicht. Das wäre eine geile Idee für Lager. Warte. So geht's hier dann weiter Richtung, ne? Hier Garage und das wird alles hier verknüpft mit den Baumhäusern und so. Das gibt nur Maurice Act. So, ich würde nämlich gern... Warte. Da, da, da. Oh, nur mal kurz gucken. Ah, hallo? Ja, wohin? Wie geil wird das kommen? Dann müsste ich hier mittig was bauen. Oder nee, müsste ich nicht, warte. Gib mal Obacht. Zack. Das wollte ich nämlich einmal probieren, hier mit so einem Schrägdach, ne? Oder? Guck so. Und dann halt die Mitte irgendwie treffe. Das wird aber dann wieder so Pain in the Ass. Oder? Zack. Also wie so ein kleiner Dachboden oder sowas, ne? Oh, warte. Warte, Sekunde schon. So, okay. Ja, könnte man so herzaubern, ne? So, irgendwie dann nur dran. So, okay. Könnte man sich überlegen, ob man das so machen könnte. Ich guck mal, wie es aussieht. Wie weit komme ich dann mit der Treppe? Das wäre ziemlich nice. Oder? Zack. Ja, nee, das wäre der Krampf, das irgendwie so herzustellen. Das wäre ekelhaft. Aber ich lasse mal eine Treppe hier stehen, ne? So als Dach. Wir gucken mal, ob man das so mache. Machen wir erstmal ohne jetzt weiter. So. Alright. Wir brauchen noch ein paar. Ja, wir brauchen noch Nägel. Habe ich zufällig noch hier irgendwo ein bisschen was an Metal Scrap? Hier habe ich noch eine Brogge. Ich muss mal ganz kurz an die Base. Ganz kurz zur Werkbank. So, aber acht. Wo? So. Ba, 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 bam, bam. So. Ganz kurz das hier doch reinschwibble. Zack. Dass wir da keine Probleme bekommen. Kann ich da noch was? Ne, alles empty. Aber da sowieso noch 17% kommen, ziehen wir unser Schnitzel gerade in die Birne.
So. Dann müsste ich meine Robatze an Nägel machen. Ja, und dann geht's los, ne? Ich würde sagen, die Räume mache ich fertig. Dann gehen wir auf die Looting Tour. Und in der Looting Tour gehen wir noch kurz zum Berserker, aka der Hassgerd. Und versuchen. Es ist doch nicht wahr. Das kannst du keinem erzählen. Also, ist eine geile Location, aber. Ey. Uah. Die Bären sind halt schon anders da nervig. Zack, zack, noch. Warte, muss ich kurz diesen hier machen? Hey. Zack, zack, zack. So, dann stelle ich mal Lokade bei her. Hä? Ja, komm, gib ihm volle Lotte. Volle Lotte. 6 Stunden. Ja, das kann man hin. Ich mach das nur, ums Leben ein bisschen im Auge zu behalten, ne? Weil kann ja sein, dass man auf irgendwo während Crafter halt einfach ohnmächtig wäre oder sterbe. Rasiert sehr gern. Da, zack. Was ist denn das? Warum habe ich hier...